Why would you do that? Okay. Ja, die Garnison will ich mal sitzen lassen. Ja. Ist eigentlich dämlich, dass ich da jetzt nicht ein bisschen rumgetauscht habe, dass ich ihm nicht die guten Einheiten gegeben habe. Tja, du hast verkackt. Aber es wird schon gut sein, weil wenn der dich da oben mit der verbleibenden Armee angreift, wirst du es schon brauchen. Zumindest kann ich ihn mal hinstellen. Da! Da! Das Your orders, my lord. Ich weiß nicht. Not possible. Not possible. Frosrota, aber echt. Also ich bräuchte noch 7 Regionen, um zu gewinnen. Alter, wie soll ich denn das schaffen, bitteschön? Ach. Da. Da. Geil. Execute. Ah, jawoll! Boah, der ist echt gut, ey. Ja, der ist ziemlich gut. Nice. Vor allem Confident Defender und Promising Commander, das war geil. Dauntless, was ist das? Das ist auch geil. Boah, der ist mal echt krass. Sieht okay aus, aber naja. Wurscht. Victory! Tja, darf der Ruskion gleich hier bleiben. Ja, oder ich schick beide mit. Ja. Orders. Er hat die Hit schon gemacht. Ja. Er ist eher der Kommandeur der Artillerie. To battle. Schau jetzt mal wegen deinen Regionen, die du hast. Ah ja, stimmt. Ja, hast du schon. City 17, 9 Castles, bist du drüber. Ah, super. Wunderbar. Dann müssen wir nur noch Mordor auslöschen, dann hast du gewonnen und ich hab verloren. Richtig, genau. Scheiße aber auch. Aber warum brauche ich nicht auch Pit Caranta? Nein, das ist doch wichtig. Natürlich. Man braucht doch Frischkäse. Frischkäse für die warmen Öben. Ich habe übrigens von dem Zuschauer den Hinweis bekommen, wenn Mordor ausgelöscht wird, dann sammelt sich nach ein paar Runden irgendwo so eine Orkstreit macht, die Mordor wiederbeleben will. Und ist halt voll mit total guten Einheiten, also irgendwie 5 Bataillone Olokai und sowas. Wo kommt es her, Mann? Das hier? Ja. Das waren die 2 Armeen, die nebeneinander standen. Ah ja, stimmt. Okay. Ja. Naja, schickst du ihn vielleicht dann noch rein und dann kannst du dich da ganz gut verteidigen. Nein, er muss bei der Belagerung dabei sein. Raise our banners! Ah, Nurnen! Ah, das ist dieses ganze Gebiet hier. Ja. Das dürfte die letzte Siedlung eigentlich Mordors sein. Es sei denn, der hat da hinten noch was. Was ich jetzt einfach mal nicht hoffe. Ja, sieht mir alles sehr nach... letzter Provinz aus. Ja. Ja. Ja, und das drunter ist ja relativ eindeutig, denke ich mal, hier von den von Harad. In Harad, genau. Ja, Nir Harad, Lower Kant. Vor allem, ich finde es halt lustig, dass hier hinten noch so ewig viel Wüste ist. Ja. Obwohl auch eigentlich die Karte hier so aufhört. Man kann so schön nach Mordor hinten reinlatschen, muss gar nicht um die Berge. Ah, natürlich. I am but an ally. Na gut, man kann ja die Mittelerde-Map eigentlich unendlich nach Osten erweitern, wenn man das möchte, glaube ich. Weil da wird es ja wahrscheinlich noch ewig weitergehen. Das hat halt nur noch keiner erkundet, weil da wahrscheinlich ewig viel Steppe oder sowas sein wird. Ja. Denke ich jetzt mal so eine Fem. Kein Schwein, was da hinten ist. Köhnberg. Kohlenberg. Ah, das sieht doch gut aus. Die bilde ich gerade fort. Ja, das schaut doch gut aus. Genau. So machen wir das. Dann bin ich schon wieder fertig. Brauche ich eigentlich die fette Armee, die ich da gerade noch hinterher schicke, gar nicht. Man weiß es nicht. Ja, stimmt. Am Ende spawnt ja noch irgendwie so 5 Armeen, alle voll bis oben hin mit Olokai. Und dann werden wir vernichtet. Dann fegt er durch Rohan und durch Elbenland und alles und macht alles platt. Ja, sicherlich. Sonst wäre es ja auch langweilig. Ja, wahrscheinlich so kurz bevor wir jetzt die letzte Siedlung einnehmen, kommt Sauron. Da! Da! Them, da! 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 Mission Success, was hast du jetzt bekommen? Geil! Elderwing Lenzus. Ja, ist ja gut jetzt als Maul. Vor allem auf dem Foto so ein zartes Persönchen, ne? Ja. Ah, they shall kneel before us, my lord! Friedlich eingeschlafen. Ach, er ist der mit Trennern, jetzt hat. My lord. Jetzt weiß ich wieder, wer das... Ah ja, genau. It is good to see you, my friend. How can we... Cancel Alliance. Da. Good day to you.
Good day to you. Mach man natürlich nicht. Ja. Ich bin ja eh gleich eliminiert, also von daher. Ja, ich weiß gar nicht, wie das dann ist, ob dann einfach heißt, okay, Elben haben halt das Spiel gewonnen, ihr könnt noch weiterspielen, oder ob es dann heißt, Rohan wurde vernichtet. Ah. Versagt. Very high-tech. Nee, komm. Lass auf normal. Wurscht. Sehr schön, hast du noch Pit Garanta mitgenommen? Hab mir Mühe gegeben. Ja, so da! Im Hintergrund läuft schon wieder das Trauerlied von den Elben. Oh, oh, in Nargoth ist ganz schön... Jetzt solltest du ihn doch reinstellen mit seinen Truppen. Na, wobei 70, da könnte es reichen, wenn du die... Your orders, my lord. Ja, die würde ich schon weiterschicken, aber... Die werde ich nicht vermissen. Yes, my lord. Da! Ah! Oh mein Gott, sie sind überall. Da! Da! Your order. Da! We have triumphed. Oh! We shall engage. Echte Schlacht? Ach komm, geht noch eine, oder? Ja, ja, echte Schlacht sowieso, aber ich hätte es vielleicht sogar mit Rückzug Dings. Wieso denn? Weil er dich eh nicht angreift. Und? Haben wir die schon mal vom... Ja. Die werden uns eh nicht angreifen. Da! Ja, die können nicht mehr. Die sind ja im Einflussbereich. Hatha blockt. Vanimon, das ist der, der den, mit dem du Pit Caranta eingenommen hast. Sehr gut. Der Vanimon entwickelt sich zu... Ne, digitiert zu... Vanimo... Super Vanimon! Super Vanimon, genau. Oder Mega Vanimon, das war auch mal so ganz gerne, die, wenn sie aufs Mega-Level digitiert sind, dann hatten sie meistens auch, stand auch Mega vor ihr. Ja. Vor ihren Dingens. Oder wenn sie böse geworden sind, dann hießen sie Skelett-Vanimon. Ja, genau. Fand ich total dämlich. Skelett-Gremon sah viel geiler aus als alle anderen. Oh oh. Der hat richtig Stoll. Nein! Oh mein Gott! Also wir hieß er Skull-Gremon. Stimmt, Skull-Gremon hieß er. Oh, was war das? Nein! Nein, die 41, sie werden sterben. Oh, ja, in der Echtzeitschlacht kannst du es gewinnen. Ja. Captain Sidion, du darfst nicht. Nice. Sehr gut, Captain Sidion. Alter, der ist echt gut. Da. Ist eben keine reife Stichrübe. Undecided. Farewell then. Farewell then. Aha. New mission, obtain settlement. Obtain trade agreement. Oh. Mit Ruhen? Warum sollte ich denn das sowas tun? Mit Ruhen. Da! Captain Kustik stirbt. Captain Kustik. Ah, Fangorn, jawohl. Die wird noch richtig. Ja, ja. Unter der Führung von Lord Fulgrim. Ja, 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 ich meine Lord Fulgrim, hallo. Nein, holt Wein! Lohnte da er. Sehr schön. So, was machen wir denn hier? Um die Spannung ein wenig zu erhöhen, singe ich jetzt den Kampflied. Training complete. Arrowling X-Men. Nice. So, jetzt bringe es zu Ende. Soll ich schon belagern oder was? Sicherlich. To battle, lads. To battle, lads. To assault the walls. We lay siege. So, maintain siege. Dann warte ich noch auf dich. Warte mal. Bist du dir sicher, dass das nicht wieder eine... Kleine Mauer, nee, Stonewall, okay. Ja, ich stand aber bei der vorhin auch eigentlich dort, gell? Weiß ich nicht. Naja, ja, doch, bei dem Orkencampment stand auch Steinmauer dort, also... Da baue ich noch einen Ramboxer. Aber nee, warte, ich mach so viele Ramböcke wie geht. Ja, Ramböcke, dann kann ich die ganze Mauer einreißen. Wenn es tatsächlich ein Ding ist. Naja, sieht genauso aus wie das Orkencampment. Ja, aussehen, ja. Finde ich halt echt witzig, dass die... Schau mal, ob beim Orkencampment wirklich Steinmauer dabei steht. Stonewall. Tatsächlich. Ja, das ist Mordor irgendwie ziemlich verkackt. Ich hoffe jetzt, deine Leute kommen da überhaupt hin jetzt in der Runde. Ach, und wenn nicht, das schaffst du ja auch alleine. Ach komm, das sind doch Mülltruppen, ja. Da sind nicht mal Morannon Guards dabei. Das ist Gutsbuck. Ja, und? Gutsbuck ist ein Spacko, der kann doch nix. Der ist doch die totale Nulpe. Luna Nunie. Ja. A young woman of fitting breeding and station has been discovered as a potential partner for this man. Ah ja, passt schon. Ich frage mich, kostet die Heirat eigentlich was nicht, gell? Ich glaube nicht. Eigentlich müsste das doch ewig viel Geld kosten. Ja. Die Hochzeiten damals von Adligen im Mittelalter wurden eigentlich immer recht... Die brauchst du jetzt nicht hier runterschicken. Los! Krieg! Schau lieber, dass du die Truppen, die du da schon stehen hast, da hinkriegst.
bitte, bitte. Ja! Da! Nein! Ja, brauchst du doch nicht. Doch. Da. Nein. Nein. Einfach nur so zum Spaß mal jetzt. Ah. Ist doch egal, kannst du drin lassen. Da, los. Angriff. Ah. So. Jetzt wollen wir es aber ganz schön schnell hinter uns haben. Ja, ich will es endlich vorbei wissen. Ah, Feiglinge. So, möchtest du den Angriff führen? Ich wollte eigentlich noch dich den Angriff führen lassen, dann noch ein bisschen über Rome 2 lästern, aber... Wie du möchtest. Naja, passt schon. Ich führe auch mal wieder einen Angriff. So. Raise our banners. Auf geht's, Leonir. Ah, jetzt kann ich dich irgendwie leiten. Hä? So ein Scheiß. Ja gut, willst du aber nicht. Ja, leiten, also halt nicht kommandieren. Ach so, ja gut. Kannst du, solange du keine eigene Armee hast, glaube ich. Ja, wobei, nee, hatten wir vorhin auch nicht. Okay, eben. Es ist einfach nur dumm und Scheiße. Angriff. I shall lead our forces into battle, my lord. Ja, unser Klingelton ist schon geil. Absolut. Da kann man nichts machen. So. Start Deployment. Ich würde sagen, beide aggressive. Ja. Einfach mal rein da. Ja, und es ist wieder so eine Mauer, wie ich es mir gedacht habe. So, dann alle Nahkämpfer, die Ramböcke tragen. Stellt euch auf. Jawohl. Das große Rammeln beginnt. Nice. Alter, wie sie einfach von allen Seiten kommen. Elben. Angriff. München. Ja, wobei den mit den Belagerungswaffen kannst du eigentlich wirklich auf Shootout-Stance machen. Weil der wird nicht besonders aggressive gebraucht. Naja, Shootout-Stance werde ich mit dem garantiert nicht machen. Wieso? Das heißt, dass er auf Fernkampfreichweite geht, oder? Nee, dass er außerhalb der Fernkampfreichweite bleibt. Ach so, okay. Glaub ich zumindest. Naja, wir werden sehen. Da! Rammt alles ein! Jetzt geht's aber mal los hier. Da! So. Jetzt besorgen wir es ihr so richtig aber dreckig. So, jetzt zeig mal, was meine Elben machen noch. Na, er bewegt sich. Der Ruskion. Idrenion. Keine Ahnung, was sie machen. Da, aggressive. Wie ist der mit den Belagerungswaffen? Was macht es denn? Ja, sie machen Scheiße. You fool! Alter, was geht denn hier ab? Ey? Jetzt rufen hier Leute an. Ja. Ihr wagt es, ich rufe jetzt die Wachen! Das ist der allerbeste. Ja, aber echt. Sehr schade, dass man das nicht so triggern kann. Das würde ich schon sehr gerne mal zeigen. Ja. Oh, so fürstlich bin ich nun auch wieder nicht. Doch, der ist ja tot. Der ist ja tot, Wachen. Vor allem der Schlussfolger daraus, dass ein Dieb herumläuft. Ja, genau. Wachen, hier läuft ein Dieb herum. Ein Mörder vielleicht oder so? Nein, nein. Mörder machen sowas nicht, das machen nur Diebe. Genau. Was machen die Belagerungswaffen? Feuern sie mittlerweile? Auf irgendwas? Nö, würde sonst hier angezeigt werden, wenn er Fernkampfwaffen einsetzen würde. Das hatte ich. Voll Idiot. Das wird so geil. Fällt die ganze Mauer auf einmal auseinander. Die werden sich gleich richtig fett wundern, ey. Komm, schieß ein bisschen mit dem Ding rein. Feuer! Da hinten ist glaube ich noch eine Dismount. Ah. Our men have reached the gate with the battering ram. Wahrscheinlich bloß schon an der Mauer stehen. Nee, passt. Ich dachte bloß gerade, weil die Dismounted Royal Guards nicht mehr das Belegen suchen. Whee! Oh, wie er doch zischt. Ich weiß gar nicht, wie sie noch so brutzeln, so ja.
Ey, aber es ist mir gerade mal sauber madig, dass einfach meine Belagerungswaffen vollkommen nutzlos sind. Mhm.